Also, vor ein paar Wochen habe ich ein Video gemacht über die beiden Hörspiele von Erich von Däniken, die unter dem Titel Götter aus dem All laufen. Ich fand die super faszinierend und habe im Laufe der Recherchen erfahren, dass die nicht aus der Luft entstanden sind, sondern tatsächlich auf Comics basieren, die in Polen produziert wurden. Und ich war super neugierig und habe gedacht, okay, ich kaufe mir mal die Gesamtausgabe. Das ist relativ frisch erschienen. Das ist Band 1 und es gibt jetzt auch den zweiten Band, der ist vor kurzem erschienen. Das ist eine Neuauflage und die Comics an sich sind Ende der 70er, Anfang der 80er erschienen. Ich fand es super spannend, was aus diesen Theorien von Erich von Däniken alles entstehen kann, die ja durchaus großes Unterhaltungspotenzial haben. Bevor ich jetzt aber über die Comics rede und über die Hörspiele, Erich von Däniken hat eigentlich damit nichts zu tun. Der hat da nicht wirklich mitgewirkt. Es war sein Mitherausgeber in Polen, der gesagt hat, Mensch, geile Story, da müssen wir was draus machen. Und dann sind halt diese Comics entstanden. Und auf diesen Comics, die dann auch in Deutschland erschienen sind, basieren die Hörspiele. Also sprich, das ist nur um drei Ecken, hat das was mit Erich von Däniken zu tun? Ja, es basiert auf unter anderem seinen Theorien, aber es ist nicht so, dass er da aktiv mitgewirkt hat. Ich möchte hier auch gar nicht wirklich über Erich von Däniken sprechen. Ich habe das, weil man schon so ein bisschen Bescheid wissen muss, wer das ist und was seine Theorien sind, in dem ersten Video über die Hörspiele geredet und möchte euch auf dieses Video verweisen. Ich möchte das jetzt nicht nochmal aufrollen. Ich habe eigentlich auch wirklich kein Interesse daran, über Erich von Däniken zu sprechen. Und ganz ehrlich, also der hat wirklich nichts hiermit zu tun. Allerdings, ich muss noch sagen, bei den Recherchen bin ich halt auch auf Twitter gelandet und Erich von Däniken ist auch auf Twitter. Und in der Schweiz gab es jetzt vor einigen Tagen eine Abstimmung, das ist ja eine direkte Demokratie, und die haben abgestimmt über ein ja, Klimaschutzprogramm, über ein Klimaneutralitätsprogramm bis 2050. Und Erich von Däniken hat gesagt, da stimme ich auf jeden Fall dagegen, weil das ist alles nur Panikmache. Mit anderen Worten, er ist ein Klimaleugner. Und ich versuche, seitdem ich das erfahren habe und gelesen habe, versuche ich zu verarbeiten, dass jemand tatsächlich der Meinung sein kann, dass diese Hypothese, Aliens haben die Erde vor Tausenden von Jahren besucht, dass er verlangt, dass man diese Thesen ernst nimmt und als wissenschaftlich ansieht, aber gleichzeitig sagt, nein, die Klimaforschung, das ist keine Wissenschaft, das glaube ich nicht. Ich krieg's nicht so ganz in meinen Kopf rein. Zumal, wenn die Wissenschaft sich irrt und Erich von Däniken recht hat und Aliens uns mal besucht haben, ändert das nicht wirklich was an irgendwas? Aber wenn die Klimaforschung recht hat und es den menschengemachten Klimawandel gibt, dann wird sich sehr viel ändern. Ja, also komische Art des wissenschaftlichen Denkens. Aber wie gesagt, ich möchte mich hier eigentlich nicht mit seinen Theorien abgeben. Das ist nur die Basis für die Geschichten hier und eigentlich irrelevant, nur insofern, als dass er eine der Inspirationen für dieses Werk ist. Lass uns kurz allgemein über dieses Buch reden. Ihr seht, das ist ein großes Hardcover. Es hat, glaube ich, so ungefähr 200 Seiten. Es hat jetzt, es sind die ersten vier Bände der Comicreihe, die hier veröffentlicht wurden. Es gibt noch weitere vier Bände, die sind dann im Band 2 drin. Es ist vollfarbig. Ja, dazu kommen wir später noch. Und kostet 40 Euro. Was, glaube ich, relativ normal ist für so eine Ausgabe. Es gibt auch Extras, allerdings sind die echt mager, weil es wäre halt schön, wenn da irgendwie ein Text drüber wäre, wie diese ganzen Comics entstanden sind und bla bla bla. Das wäre alles super schön. Stattdessen kriegen wir pro Kapitel kriegen wir eine so eine Schwarz-Weiß-Seite mit Skizzen zu dem ersten Band. Das ist ein bisschen mau. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass sie AIs die Zöpfe weggenommen haben. Ja,
Also das sind die einzigen Extras, die hier drin sind. Ansonsten sind es wirklich nur die Comics. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass die original deutschen Cover hier nicht abgedruckt sind, sondern das sind die polnischen Cover, die so ein bisschen gemäldeartig sind. Und die deutschen waren halt so wie so vergrößerte Comic-Panels. Hier sind es halt wirklich so Gemälde. Ich find das sehr schön. Meckere jetzt darüber nicht. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Comics so kaum aus. Natürlich habe ich auch als Kind Mickey Mouse gelesen und so weiter, aber ich bin jetzt kein Comics-Experte. Also wenn ich irgendwas falsch sage, dann dürft ihr mich gerne korrigieren. Die Zeichnungen hier drin sind relativ klassisch. Sie sind recht realistisch von den Proportionen her. Es ist also nichts verzerrt. Es sind keine großen Augen oder irgendwelche anderen unrealistischen Proportionen hier. Das sind also relativ typisch für so die klassischen Superhelden-Comic oder so Comics. Ich mag vor allen Dingen das Design von der ganzen Technik, die hier drin sind. Das ist natürlich in den 70ern entstanden, wo noch ein sehr großer Optimismus, was die Technologie betrifft, herrschte. Das ist so ein richtiger Retro-Futurismus-Look. Das ist zum Teil sehr knallig, zum Teil merkt man, dass es aus den 70ern stammt und davon inspiriert ist. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist Ais in ihrem Zimmer auf dem Raumschiff und sie launcht dann so auf so eine Art Hängematte oder so, wo so Fell ist. Ja, total abgefahren. Ich finde die Designs von den Raumschiffen, von den Raumanzügen auch total cool. Das muss ich wirklich mal sagen. Jetzt kommt ein ganz großes Aber. Aber die Koloration. Die Farben hier sind zum Teil sehr ausgewaschen. Das sieht aus, als wären das die Original-Comicbücher, die aber 30 Jahre lang irgendwo in der Sonne gelegen haben und total ausgebleicht sind. Es gibt sehr große Farbunterschiede von der Intensität her. Die Haarfarben wechseln zum Teil. Ais zum Beispiel hat eigentlich schwarze Haare, manchmal hat sie so mehr so grünliche Haare. Der Hub hat eigentlich weiße Haare, der hat nicht ein einziges Mal weiße Haare in diesem Comic. Und zum Teil, ich habe also Fotos gesehen von den Original-Comic-Heften und da sind die Farben komplett anders. Zum Teil sind es zum Beispiel hier gleich auf der ersten Seite, das erste Bild sozusagen, da fliegen sie durch den Weltraum und hier sieht es alles sehr gelb aus. Das ist im Original hellblau und das setzt sich auch auf anderen Panels fort, dass es einfach die Farben nicht stimmen. Wenn man auf die Wikipedia-Seite guckt von diesen Comics, dann steht da drin, dass Ais schwarze Haare hat und einen orangenen Raumanzug. Der wirkt hier gelb. Und man sieht das noch an ein paar anderen Sachen. Teilweise ist die Haut, sieht total komisch aus. Also die Haut, das ist gar nicht Hautfarben, also beige ist es nicht, sondern es ist weiß. Also es wäre überhaupt keine Farbe oder nur Minimalfarbe. Es ist wirklich nicht schön. Und ich zeige euch gleich mal ein Beispiel. Ich glaube, diese Doppelseite, das ist Seite 31 und Seite 30, zeigt ganz gut, was ich meine mit der Koloration. Ihr seht, dass hier teilweise die Paneele einfach nur weiß sind. Und auch hier, das ist absolut, also da ist ja nur ein Hauch von Farbe drauf, das ist absolut weiß. Das ist keine Hautfarbe, ne? Also ja. Und auch hier, ich finde, hier sieht man es besonders, diese Bänke, Stühle, die sehen irgendwie aus, als wären die aus Plastik, was man 50 Jahre in der Sonne hat stehen lassen. Also sind total ausgeblichen. Dieses Rot ist extrem rosa. Und man sieht aber auch, dass es eigentlich rot sein will, meiner Meinung nach. Also es sieht einfach nicht aus, als hätte jemand gesagt, jo, wir machen das rosa, sondern es sieht aus, als hätte jemand gesagt, das machen wir rot. Aber halt, als wäre es 30 Jahre lang gealtert. Ja, und ihr seht auch, das ist eindeutig kein Orange, das ist gelb und auch hier, man sieht, dass die Farben sehr blass sind. Teilweise ist es, glaube ich, beabsichtigt. Die Originale sind sehr pastellig. Oh, hier natürlich, habe ich ganz vergessen zu erwähnen,
Schwarze Haare sind das nicht. Das ist mehr so ein Grün. Bräunliches Grün. Nicht so schön. Und im Original ist das hier auch weiß. Und er hat eine richtige Hautfarbe und nicht nur einfach so weiß. Und der Hintergrund ist auch ganz anders. Ich gucke mal, dass ich euch da einen Link hinterlasse. Hier ist übrigens auch ein Fehler drin. Ru beschwert sich halt darüber, dass er will nicht weiter durchs All gondeln, sondern er will jetzt hier bleiben. Und da wird dann gesagt, genau, genug vom Herumliegen. Ich glaube, es sollte eigentlich Herumfliegen heißen. Ja, also ihr seht, das ist nicht so schön von den Farben her. Und es könnte sehr viel besser sein, vor allen Dingen, was so die Haut- und Haarfarben angeht, aber auch was so die Hintergründe angeht. Das ist alles super blass. Und ja, es ist ein bisschen schade, weil wenn das poppige Farbe wäre, dann würde das sehr viel besser aussehen. Ich habe mit diesen Farben wirklich ein Problem. Man sieht halt wirklich, wenn man sich Scans im Internet anguckt, dass diese Farben im Original anders aussehen. Ich will nicht unbedingt sagen, dass sie 100% im Original besser sind, aber man merkt halt hier, dass hier irgendwas schiefgegangen ist und dass hier so Farben einfach drin sind, die so nicht sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Montagsdruck habe oder ob hier neu koloriert wurde oder einfach, oder die Vorlagen irgendwie falsch sind oder ich weiß es nicht, was hier passiert ist, aber ich muss sagen, es hat mir so wirklich so ein bisschen den Spaß daran verdorben, weil die Farben halt wirklich, also teilweise so die Hintergrundfarben, die gehen so ineinander über und so weiter. Es sieht einfach nicht schön aus. Und wenn diese Farben sehr viel intensiver und sehr viel knalliger wären, dann hätte ich sehr viel mehr Spaß gehabt an diesen Büchern. Und letzten Endes möchte ich ja auch, wenn ich so eine Gesamtausgabe kaufe, dann möchte ich entweder das komplett wie im Original haben, also dass es wirklich ein Nachdruck ist des Originals, oder ich möchte, dass das Original nochmal verbessert wurde, dass da Rechtschreibfehler rauskorrigiert wurden oder ja, die Farben wieder aufgefrischt wurden oder vielleicht auch, wenn irgendwas nicht richtig war, dass das korrigiert wird. Aber ich möchte nicht irgendwie so ein Produkt haben, wo ich das Gefühl habe, da wurde keine Mühe reingesteckt. Es gibt auch noch andere Änderungen hier. Ich habe das Gefühl, dass das alles neu übersetzt wurde oder auf jeden Fall in irgendeiner Weise bearbeitet wurde. Ich habe einen Scan von der ersten Seite gesehen und die Einleitung, die sozusagen erklärt, was das ist, die ist komplett anders, die ist auch viel länger und viel ausführlicher. Andererseits fehlt hier auch dieses Panel, also hier ist nur Text und da steht dann irgendwie so die Nanosekunden verticken, wo ich mir auch gefragt habe, wieso Nanosekunden? Also es kann sein, dass hier versucht wurde, die schlechte Übersetzung im Original zu korrigieren. Allerdings muss man auch sagen, dass es nicht so wirklich gelungen ist. Da muss man auch sagen, dass teilweise die Namen geändert wurden. Also im Original ist es ja so, dass die Leute vom Planeten Delos kommen. Hier wird es einfach nur Des genannt. Auch die Namen werden anders geschrieben. Zum Beispiel Rub wird statt OU nur mit U geschrieben. Und Rama wird einfach nur, ja, wie man spricht und nicht mit dem zusätzlichen H geschrieben. Ich habe keine Ahnung, warum, ob das näher ist an den Originalnamen sozusagen. Das wäre zum Beispiel ein interessantes Thema gewesen für einen Extra, was man hier hätte reintun können. So nach dem Motto, es wurde nicht gut übersetzt, wir haben es jetzt nochmal übersetzt, das Folgende sind die Änderungen und deswegen haben wir das gemacht und so weiter. Ich weiß aber gar nichts darüber und ich weiß nicht, warum das geändert wurde und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Fall für das deutsche Wort Verschlimmbesserung ist. Aber ich kann es halt nicht so genau beurteilen, weil ich die Original nicht habe. Deswegen hier an dieser Stelle meine Frage an alle, die sich mit Comics auskennen. Was ist so üblich bei so Nachdrucken? Wie wird das gehandelt? Was erwartet man sozusagen als Comic-Fan? Erwartet man, dass man so komplett das Original bekommt? Oder erwartet man eine überarbeitete Ausgabe? Ich weiß es einfach nicht, was so Standard ist. Ich lasse mich gerne belehren. Kommen wir zum Inhaltlichen. Ich hatte ja das Gefühl bei den Hörspielen, dass da einiges rausgekürzt wurde, um halt die Handlung zu straffen. Und es ist aber eigentlich gar nicht so. Ja, es gibt so ein paar Szenen, die sehr visuell sind, die hier vorkommen und im Hörspiel nicht. Oder es wird zum Beispiel
die erste Expedition, die halt runtergeht, um zu gucken, wie es ist auf der Erde, die wird halt von einem Tiger überfallen und so weiter. Das wird hier tatsächlich bildlich geschildert und im Hörspiel wird es halt nur erzählt. Also solche Sachen, die man eigentlich erwarten kann. Auch die Schlacht um Atlantis ist hier in diesen Comics nicht so wirklich ausführlicher. Ich habe halt gedacht, okay, da sind ein paar Riesen-Panels und richtig krasse Szenen von diesem von dieser Schlacht und so. War gar nicht so, ist ein bisschen eine verpasste Gelegenheit. Ich habe das Gefühl, die Aufteilung der Paneele und der Sprechblasen ist sehr traditionell und daraus wird auch nicht ausgebrochen. Was ein bisschen schade ist, gerade bei so großen Szenen. Was ich schon bei den Hörspielen so ein bisschen angemeckert habe, ist, dass hier so ein bisschen so ein roter Faden fehlt. Im Hintergrund, die Hintergrundinformationen ändern sich halt ständig und das wirft einen immer so ein bisschen raus aus der Story. Zum Beispiel im Band 1 ist es halt so, sie kommen auf der Erde an und es wird gesagt, jo Leute, Delos stirbt, unser Heimatplanet stirbt. Wir haben jetzt, wir sind losgeschickt worden im Tiefschlaf. Wir haben das ganze Universum durchquert und wir sind jetzt hier und wir sollen hier auf der Erde versuchen, unsere Zivilisation weiterzutragen, indem wir die Menschen, die hier noch relativ primitiv sind, weiterentwickeln und damit sozusagen unsere Zivilisation erhalten und fördern. Wir sind aber von unserem Heimatplaneten abgeschnitten. Auf dem Planeten sind tausende von Jahren vergangen. Wir sind da völlig fremd und das große Gehirn, mit dem stehen wir auch nicht in Kontakt. Wir müssen hier selbstständig entscheiden, was wir hier machen. Wir handeln natürlich im Sinne unserer Befehle, aber letzten Endes müssen wir es alles selbst entscheiden. Später bekommen sie dann trotzdem Befehle vom großen Gehirn. Ais wird sogar zurückgerufen nach Delos, wo man immer so denkt, ey, ich denke, euer Planet geht unter, was ist los da? Und gewisse Personen können nun untereinander telepathisch Kontakt miteinander aufnehmen. Man kann auch mit dem großen Gehirn telepathisch Kontakt aufnehmen, wo ich mich halt frage, ja, warum macht ihr das nicht die ganze Zeit? Ihr tut hier so, als wärt ihr komplett alleine und das große Gehirn ist nur irgendwas in der Ferne, was man halt irgendwie nicht kontaktieren kann. Also da merkt man, hier wurde gesagt, hey, coole Idee, ja, die Außerirdischen kommen und so. Aber dass man sich irgendwie ausgedacht hat, okay, wie ist das auf dem Heimatplaneten? Was herrscht da für eine Religion? Was herrscht da für eine Zivilisation? Was sind die Gesetze? Was sind die Ziele von diesen Menschen? Wird einfach das alles im Augenblick entschieden. Und das ist natürlich irgendwie so ein Zeichen so, ja, wir haben uns jetzt irgendwie in die Ecke geschrieben und wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Wie machen wir? Ah, okay, sie können Telepathie machen und so. Was auch ein Problem ist, ist der Zeitverlauf. Der ist irgendwie extrem seltsam, aber darauf komme ich später noch im Detail zurück. Okay, reden wir jetzt mal über die einzelnen Bände. Und da fällt auf, dass wir ja in den Hörspielen so eine Art Einführung haben, so nach dem Motto, ja, wir fliegen ja zum Mond, wir als Menschheit, ist es denn nicht möglich, dass es im Universum andere Menschen, ähnliche Wesen gibt, die auch diese Technologie entwickelt haben und uns vielleicht vor tausenden von Jahren besucht haben, könnte es nicht sein. Und so, das haben wir hier in der Form nicht. Hier wird nur gesagt, diese Comics basieren auf unter anderem Hypothesen von Erich von Däniken, die besagen, dass uns Aliens besucht haben. Das ist natürlich so nicht passiert, wie es hier dargestellt wird, auf keinen Fall, nein, nein, oder vielleicht doch. Also dieses typische Erich von Däniken, ich erzähle hier nur eine Geschichte. Sie ist nicht wahr, aber vielleicht ist sie doch wahr. Wer weiß das schon? So fängt es halt an. Okay, alles gut. Ich muss sagen, vom ersten Band, allererste Satz der Story, ist für mich das Beispiel des aller schlechtesten Satzes, den man auf Deutsch überhaupt schreiben kann. Das ist wirklich meine Top 3 der schlechtesten deutschen Sätze. Deutsch kann so eine schöne Sprache sein, aber man kann auch wirklich Verbrechen damit begehen. Wir haben hier einen Satz, der ist wirklich nicht sehr lang. Wir haben einen Hauptsatz, wir haben einen Nebensatz. In diesem Nebensatz sind zwei Einschübe nebeneinander oder hintereinander. Und dann hängt zum Schluss ganz einsam und allein das Verb. Ich lese euch das jetzt mal vor. Das ist wirklich furchtbar. Wir befinden uns im 5. Jahr der Expedition, die unter dem Codenamen Saat durch den Weltraum auf dem blauen Planeten, genannt Erde, den 3. Planeten unseres Sonnensystems, zusteuert.
Okay, es fängt schon mal nicht gut an, aber es ist vom Aufbau her wie in den Hörspielen. Ais erklärt halt, wie die Situation ist. Wir sind hier auf der Erde, ihr habt alle eure Gedächtnis verloren, aber hier sind Ub und Chad und oder Chad, wie auch immer. Und ich bin eure Kommandantin, wir haben Befehle vom großen Hirn, wir sollen hier unsere Zivilisation weiterbringen. Und hier, das ist die Erde, so sieht es hier aus. Sie erklärt sogar, wie sie es geschafft haben, zwischen den also im Sonnensystem zu reisen. Die Erklärung ist ein bisschen merkwürdig. Sie sagt nämlich, unsere Wissenschaftler haben im interstellaren Vakuum Möglichkeiten ausgemacht, eine Energie zu gewinnen, die es möglich macht, sich mit einer größeren Geschwindigkeit zu bewegen als die Lichtgeschwindigkeit. Auch wieder ein Satz, dieser Satz ist sehr kompliziert und auch mit vielen Doppelmöglichkeiten möglich gemacht und so weiter. Nicht so schön. Aber gut, es ist so, dass Rup hier schon antagonistische Tendenzen zeigt und sie beschließen jetzt halt, okay, das ist jetzt unser Planet, den sollen wir jetzt kolonisieren, beziehungsweise sollen die Menschen hier weiterentwickeln. Und da wird noch eine wichtige Bemerkung gemacht und das ist auch so ein Satz, den verstehe ich einfach nicht. Und das ist so ein bisschen ein Trend in dieser Comicserie, dass hier so Sätze gesagt werden, die nicht so wirklich Sinn machen, aber die eigentlich wichtig sind für den Hintergrund. Beispiel war jetzt gerade der Satz über die Lichtgeschwindigkeit. Hier ist es nun so, dass Ais sagt, denkt auch daran, dass unsere biologische Zeit länger ist als die der Lebewesen auf diesem Planeten. Dann fragt jemand aus dem Publikum, was bedeutet das? Was eine extrem gute Frage ist, das habe ich mich auch gefragt. Und dann wird gesagt, das bedeutet, dass unser Körper sowohl an die Bedingungen als auch an die Zeit unseres Planeten angepasst ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß es wirklich nicht. Die logischste Erklärung ist eigentlich, dass die Leute von Delos länger leben als die Menschen auf der Erde. Das wird dann auch später gesagt, wir leben 10-mal so lange wie die Menschen hier. Aber das ist eine komische Art, das auszudrücken und es passieren dann hinterher noch so ein paar Sachen, wo ich mich frage, wie kommt das mit der Zeit hin? Das habe ich ja schon erwähnt, das kommt aber später im letzten Band oder im vorletzten. Es wird auch gesagt, dass die Expedition von Ais die zweite Expedition ist, was nicht stimmt. Dem wird auch im selben Band widersprochen, denn es wird dann gesagt, Beirut ist gekommen, die zweite Expedition. Das ist ein Fehler. Also das und davon gibt es noch ein paar. So, sie erforschen also den Planeten und sagen hier, wir haben gute Chancen. Und Rup sagt halt, hey, ich habe darauf keinen Bock, ich will ein normales Leben führen, lass uns doch hier einfach auf der Erde bleiben und nicht weiterziehen. Und da frage ich mich halt, warum hast du dich dann für diesen Flug gemeldet, für diese Expedition? Warum? Musst du? Wer hat dich dazu gezwungen? Warum wurdest du gezwungen, obwohl du eigentlich gar nicht willst? Übrigens nochmal zu den Kostümen. Hier gibt es eine Szene, da haben die ihre Raumanzüge an und sie haben Capes. Wie cool ist das eigentlich? So, sie haben also die primitiven Bewohner der Erde gefangen und untersucht und tatsächlich können die sogar sprechen, also unter sich. Und die Delosianer können es übersetzen und dann Chad, der stellt die richtigen Fragen in diesem Band. Welchen Zweck hat unsere Mission, wenn hier sowieso eine fortschrittliche Zivilisation entstehen wird? Was eine extrem gute Frage ist, es wird damit beantwortet, es dauert uns alles zu lange und es kann auch was schief gehen, deswegen greifen wir hier ein. Keine Diskussion über Moral oder so ist irgendwie nicht. Es wird dann auch gesagt, dass sie keine Genmanipulation anwenden können, weil sie die Ausrüstung nicht haben, wo ich mich frage, Leute, ich dachte, das ist eure Mission, wieso könnt ihr... Gut, schlecht vorbereitet und Ais sagt dann, wir können es ja mit Kreuzungen versuchen, was ich fast noch schlimmer finde, weil also die Gentechnik, das ist ja dann irgendwie so im Labor oder so und Kreuzungen... Ich weiß nicht, also moralisch gesehen ist das, glaube ich, sehr, sehr fragwürdig. Apropos fragwürdig, Chad bleibt stabil, er stellt die richtigen Fragen, nämlich hier zum Beispiel. Ich verstehe die Entscheidung nicht, warum wir nur Männer und nur eine Frau sind.
Gute Frage. Ais, warum bist du die einzige Frau auf diesem Flug? Was ist mit den anderen Männern, die dort arbeiten? Haben die keine Familien? Wollen die keine Familien? Was ist das für eine komische Logik? Vor allen Dingen, da es ja auch nicht geplant ist, nach Delos zurückzufliegen, sondern dass sozusagen die Saat der Zivilisation auf den verschiedenen Planeten gesät werden soll. Und sie fliegen halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Es ist also gar keine Rückkehr geplant. Aber Ais sagt, die Triebe der Besatzung sollten bis zu einer Rückkehr gestoppt werden auf nur Frauen unserer Art. Ja, aber ihr wollt doch gar nicht zurückkehren. Ihr sollt doch, wenn das hier auf der Erde nicht klappt, sollt ihr doch weiterfliegen. Was redest du da? Was ist da? Bedeutet das überhaupt, dass die Männer dieser Expedition alle chemisch kastriert worden sind? Oder, also, weil, wie soll das funktionieren? Also, ist doch klar, die waren jetzt die ganze Zeit im Weltraum, die sehen da irgendwelche sexy Affenmenschen. Okay. Gut, wir reden da mal nicht drüber. Der Band heißt ja Landung in den Anden und es ist halt auch so, dass sie sich für die Anden entscheiden, weil die relativ hoch über dem Meeresspiegel liegen und da der Luftdruck für die Leute von Delos besser ist. Das, also ich kenne die Höhenkrankheit. Das ist sehr gefährlich. Ich wusste nicht, dass es davon das Gegenteil gibt. Ich glaube auch nicht, dass es das tatsächlich gibt. Klar, niedriger Luftdruck, da kriegt man Kopfschmerzen von und so weiter. Aber gut, aber wir akzeptieren das einfach so. Hier werden dann auch die Nazca-Linien angelegt und es wird schön mit Quelle angegeben. Also hier wird dann eine Figur gezeichnet und da wird dann gesagt, okay, das ist in der Pisco-Bucht in Peru und das ist in den Anden und so weiter. Es wird unter anderem gesagt, sie haben halt Antennen aufgestellt und diese Antennen sind sozusagen an den Strichmännchen Enden sozusagen aufgebaut und diese Strichmännchen sollen die Einheimischen verjagen. Ich weiß nicht wie, weil diese Strichmännchen kann man ja eigentlich nur von oben sehen. Also sind das einfach nur so Gräben, die irgendwie in der Erde sind für die Menschen, die dort leben. Nicht so wirklich logisch, aber egal. Was auch immer wieder vorkommt ist, Ais ist ja die einzige Frau hier und Rat ist in diesem Band ihr Love Interest. Rat versucht sie zu einer Beziehung zu überreden, aber Ais lehnt ab. Sie ist vor allen Dingen an der Mission interessiert und Rat wirft ihr halt so ein bisschen vor, ja, du interessierst dich ja für nichts anderes, willst du denn hier dein ganzes Leben für opfern? Du lebst in der Schattenwelt und solche komischen Sachen, sagt er. Und Ais ist halt immer diejenige, die diesen Avancen Einhalt gebieten muss, obwohl mir die Arme echt leid tut, weil sie hat nun mal, also es ist ihr Job, das zu machen und die ganzen Männer versuchen sie immer davon abzuhalten und sie muss immer dagegen halten. Also da ist sie schon arm dran. Sie ist aber auch wirklich sehr mutig. Sie folgt zum Beispiel Rub auf das Mutterschiff, das er zerstören will. Und sie stellt ihm und kämpft gegen ihn. Und letzten Endes können sie dann vom Mutterschiff beide fliehen. Und die Rakete von Rub wird abgeschossen. Und auch Ais muss abspringen. Sie hat dann einen Fallschirm, der aus mehr Löchern als Stoff besteht. Aber anscheinend, es funktioniert. Also interessant. Und es gibt auch ganz viele Szenen, wo zum Beispiel die Delosianer jemanden begraben unter der Erde oder halt diese Linien malen oder sie ihnen den Einheimischen das Bauen von Hütten beibringen und so. Die werden sich alle daran erinnern, wie das ist und das werden sie weitertragen. Es gibt dann zum Schluss eine große Vulkaneruption. Ich weiß nicht, wie viele von den Erdmenschen das überleben, ja, aber anscheinend genug, um das weiterzutragen. Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Die Menschen auf der Erde scheinen das zu spüren, dass der Vulkan ausbricht und laufen weg. Und dann müssen hier die Wissenschaftler von Delos, der eine zumindest, der guckt halt und sagt, oh scheiße, Vulkan, schnell abhauen und sagt niemandem Bescheid. Nicht mal Ais, er ist der Einzige, der das weiß. Und ja, sie fliehen, die gesamte erste Expedition kommt ums Leben. Und bis auf ein paar Leute. Und sie fliehen halt nach Atlantis. Im zweiten Band, was übrigens nicht Atlantis genannt wird, aber es wird gezeigt, dass es ein Kontinent oder eine sehr große Insel zwischen Afrika und Amerika ist und wir können davon ausgehen, dass es sich um Atlantis handelt, auch wenn es tatsächlich nicht im Titel steht, also hier steht nur Menschen und Monster und im Hörspiel wird es tatsächlich auch Atlantis genannt. Band 2 handelt von der zweiten Expedition, die nachgekommen ist. Die sind alle krank,
sie werden von jemandem vergiftet, der auch anscheinend keinen Bock hat, den Befehlen des großen Gehirns zu gehorchen, nämlich Satan. Der heißt nicht umsonst so, der verhält sich auch später wie der Teufel. Und ja, er ist halt derjenige, der Monster züchten möchte, weil das einfacher ist, weil er sie beherrschen will. Jedenfalls, Alice wird ja gefangen genommen von ihm und plötzlich gibt es diese telepathische Verbindung zwischen ihr und den anderen und dadurch kann sie halt verraten, wo sie ist. Das kommt ziemlich überraschend. Es fordert wohl auch einiges an Konzentration, aber es wird halt vorher nicht erwähnt, dass die Telepathie beherrschen. Ais droht dann mit der Zerstörung von Satams Basis und ihr gelingt es auch, einen Vulkan auszulösen, um ihn zu bedrohen. Und Satam ist auch, nein, nein, töte mich nicht, töte mich nicht. Und ich verstehe nicht so ganz, das einzige Zugeständnis, was sie ihm aus ihm rauspresst, ist, dass er die Besatzungsmitglieder der dritten Expedition, die in der Zwischenzeit auch gelandet ist, freilässt. Sie geht dann einfach so, also sie hat alle Karten in der Hand, aber sie geht einfach so, vertraut darauf, dass er sich an sein Versprechen hält. Naja, das ist so eine Sache, wo ich sage, eigentlich ist sie sehr kompetent, aber hier, naja. In der Zwischenzeit haben die genetischen Experimente neu angefangen. Sie haben also die Bewohner von Atlantis gefangen genommen und haben an ihnen experimentiert und sie sind tatsächlich von so einer Art Affenmenschen zu richtigen Menschen in Anführungsstrichen geworden und zwar innerhalb kürzester Zeit. Also Ais hat diese Auseinandersetzung mit Satam und dann kommt sie wieder und will sich die genetischen Experimente an diesen Menschen anschauen und plötzlich sind das total europäisch aussehende Menschen. Und da kommen wir jetzt mal zu einem lustigen Aspekt von Erich von Däniken. Naja, nicht wirklich. Ihm wird auch öfter mal Rassismus vorgeworfen. Er hat zum Beispiel mal gesagt, dass schwarze Menschen sozusagen ein fehlgeschlagenes Experiment der Aliens waren und dass die weißen Menschen so die zweite Version, die verbesserte Version sozusagen sind. Und auch im Comic ist es so, dass wir hier anfangen mit tierartigen, dunklen, affenähnlichen Gestalten und dann bei sehr hellhäutigen, europäisch aussehenden Menschen landen. Ja, diese neue Züchtung bringt sich übrigens gegenseitig um, bis auf ein einziges Pärchen, was überlebt. Es wird zwar nicht gesagt, wie die heißen, aber ich habe da einen Verdacht. Wie gesagt, Satam greift dann mit seinen Monstern die Siedlung an und es gibt eine große Schlacht. Ich fand sie ein bisschen zu kurz. Ich finde, sie hätten das mit den Monstern auch nochmal richtig ausschlachten können und so richtig große Bilder und naja, sie hätten es vielleicht nicht zu weit ausbreiten sollen, aber ein bisschen mehr als so 3 Seiten hätten schon sein können. Das ist schließlich der Höhepunkt der Geschichte. Und das Menschenpaar ist dann gerettet und die Mannschaft von der dritten Expedition ist jetzt auch bei Ais unter ihrem Kommando. Unter anderem ist das der Anführer der dritten Expedition. Rama heißt er, das wird uns nicht gesagt. Das müssen wir selber rausfinden. Sie sagt dann irgendwann, ja, Rama kommt mit mir. Wer ist das? Im Gegensatz zu zum Beispiel Enis. Enis ist ein Mitglied der zweiten Expedition, der Ais weggeholt hat von dem ausbrechenden Vulkan im ersten Band. Das ist ein cooler Charakter. Also da merkt man wirklich, Ais und er sind befreundet, die haben gegenseitig Respekt voreinander und die haben ein sehr gutes Verhältnis. Leider stirbt Enis im letzten Band sehr unzeremoniell, was ein bisschen schade ist, weil er ist echt ein cooler Charakter. Apropos cooler Charakter, also ich finde, dass Ais wirklich, und das habe ich schon über die Hörspiele gesagt, wirklich ein cooler Charakter ist. Sie ist sehr kompetent, also sie weiß wirklich Bescheid, was Phase ist. Sie kennt sich sehr gut aus. Sie ist sehr durchsetzungsfähig. Sie ist sehr mutig. Sie kann sich gegenüber den Männern auf jeden Fall durchsetzen. Sie weiß, was sie will. Sie lässt sich nicht beeindrucken und beeinflussen, aber sie ist auch nicht
obwohl sie risikobereit ist, ist sie nicht so, mir ist alles egal und nachher die Sintflut, sondern sie überlegt halt schon, was ist das Beste für meine Männer, was ist das Beste für die Expedition. Ja, also sie weiß immer, was das Ziel ist und wo sie hin möchte. Und das bestärkt sich hier nochmal durch den Comic. Im Hörspiel kommt sie, vor allen Dingen im ersten Hörspiel, kommt sie sehr kalt rüber. Aber das ist sie eigentlich nicht. Sie weiß halt einfach nur, was sie will. Ja, man merkt auch zum Beispiel, dass sie bei den Männern sehr beliebt ist. Zum Beispiel ist es so, dass ja, sie mit Enis befreundet ist tatsächlich. Sie kommt halt zurück von der gefährlichen Mission und er umarmt sie und freut sich, dass sie wieder da ist. Und sogar der Zahn, der so der alte, weise Mann ist, der sagt an einer Stelle, oh, ich vermisse Ais und ihre Ratschläge. Band 3 wurde ja nicht als Hörspiel veröffentlicht. Band 3 ist im Prinzip eine Invasionsstory. Und zwar passiert der Erde das Gleiche nochmal. Und zwar kommen Außerirdische auf die Erde. Es sind riesige Insekten. Und auf deren Heimatplanet ist kein Fressen mehr da sozusagen. Sie essen halt Pflanzen. Und sie kommen jetzt, um die Erde zu erobern und die Pflanzen auf der Erde zu essen. Diese Heuschrecken, die alles leer fressen, also ist jetzt nicht so subtil, aber wirksam. Was ich sehr interessant fand, es geht also los. Sie haben gerade den Rama befreit von Satam und Ais freut sich halt, ihn zu sehen, sagt, hast du Nachrichten vom großen Gehirn? Hast du Nachrichten von Delos? Und er gibt dir einen USB-Stick, was damals noch kein USB-Stick war. Und so, guck dir das an, da weißt du alles. Und auf dem USB-Stick wird halt gesagt, ja, bei euch nähert sich ein riesiges Raumschiff, bitte abfangen und zur Not zurückdrängen. Und da frage ich mich, Rama und seine Männer waren wochenlang bei Satam gefangen. Sie sind abgestürzt mit ihrem Schiff. Wie kann diese Meldung aktuell sein? Das ist auch so eine Sache, wie kann das sein? Wo ist die Logik da? Also wieso kann so eine Nachricht, die echt Wochen, Monate alt ist, also der muss sie eigentlich mitbekommen haben vom großen Gehirn, als er von Delos aufgebrochen ist, diese Nachricht muss ewig alt sein. Wie kann es sein, dass sie trotzdem wahr ist? Aber sie ist wahr, dieses Raumschiff enthält halt diese Insekten. Und Ais und Rama machen sich nun auf nach Indien, wo die Insekten gelandet sind, um sie zu besiegen. Rama ist der neue Love Interest von Ais. Die beiden kommen tatsächlich auch zusammen und es ist so ähnlich wie bei Khat. Rama sagt auch, ja, hier und Liebe und so und vergiss doch die Mission und so weiter. Aber Gott sei Dank ist es so, dass die beiden sich tatsächlich zusammenraufen und Ais ihren Willen durchsetzt und sagt, nein, wir müssen das jetzt hier erledigen. Sie stellen dann fest, dass es komischerweise nur 2 von diesen Insektenwesen gibt und der Rest sind halt Roboter, also müssen sie vor allen Dingen die Roboter besiegen. Übrigens wird in einer Szene klar, dass auch die Insektenwesen mal von Außerirdischen besucht wurden, die aussehen wie die Leute von Delos und von ihnen genmanipuliert worden und in ihrer Evolution gefördert worden. Also sprich, es geht vor allen Dingen darum, intelligentes Leben zu entwickeln und nicht unbedingt nach ihrem Vorbild. Also sie müssen nicht aussehen wie Menschen, sondern es können halt auch Insekten sein. Deswegen ist halt auch das Argument, dass Satam keine Monster erschaffen darf, irgendwie so ein bisschen hinfällig, aber egal. Interessant finde ich allgemein, dass sie zwar so ein bisschen versuchen zu tricksen, aber letzten Endes fällt ihnen nicht mehr ein, wie sie ihre Gegner noch besiegen können, außer sie einfach zu töten, in diesem Fall mit einer Atombombe. Und da frage ich mich halt, okay, diese Menschen von Delos, die sind weiterentwickelt, haben die Raumfahrt entwickelt und haben so eine Art Religion mit ihrem großen Gehirn und so weiter. Und denen fällt nichts anderes ein als, wir töten unsere Gegner. Ja. Kann man machen. Letzten Endes müssen sie dann die Atombombe werfen, um die Insekten zu vernichten. Es ist nicht als Atompilz gezeichnet. Ich weiß nicht, ob die Polen
keine Atombomben kannten. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber diese Explosion ist keine Atomexplosion. Wie dem auch sei, sie müssen dann aber auch noch auf den Mond fahren, denn auf dem Mond haben die Insektenwesen ihre Basis. Dort werden mehr Roboter hergestellt und mehr Flugzeuge. Und sie fahren dorthin, Rama und Ais. Und Rama opfert sich letzten Endes, um diese Stationen in die Luft zu jagen. Sprich, Ais steht wieder ohne Freund da. Einen weiteren Mann, den sie fast in einer Explosion, beziehungsweise in einer Explosion verliert. Rat hat die Explosion überlebt. Rama nicht. Ja, sie kehren dann zurück im vierten Band. Und hier ist so, die, wo ich mich frage, wie war diese Bemerkung mit der Zeit gemeint? Dass die Zeit oder dass die Leute von Delos an eine andere Zeit angepasst sind. Kann das vielleicht sogar heißen, dass die Zeit für Ais und Co. schneller vergeht als für die Menschen auf der Erde? Kann das sein? Macht das irgendeinen Sinn? Denn sie kehren zurück nach Atlantis und in der Zwischenzeit, wo es wohlgemerkt praktisch nur ein Pärchen Erdenmenschen gab, ist jetzt eine ganze Stadt entstanden, die voll ist mit Erdenmenschen und Leuten von Delos, die alle, also sind keine Kinder, es sind alles erwachsene Menschen, die zum Teil auch schon wieder Kinder haben. Und da frage ich mich, wie lange waren die in Indien? Weil, ja, das dauert ein bisschen länger, diese ganzen Sachen, die sie da gemacht haben und dann zum Mond und zurück und dann mussten sie Sachen analysieren und Pläne erschmieden und so weiter. Das wird schon eine Weile gedauert haben. Wir reden hier wahrscheinlich von Wochen und Monaten, aber nicht von Jahrzehnten. Und es ist sehr verwunderlich, dass sie dann in eine ganze Stadt zurückkommen und dort alles neu ist. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass sich das so schnell entwickelt hat, selbst wenn sie sagen, okay, die haben, denen wurden halt ein bisschen geholfen beim Bauen von diesen Häusern und sie haben auch ein bisschen rumexperimentiert und gezüchtet und deswegen gibt es jetzt mehr Leute. Aber die sind alle schon erwachsen, die haben teilweise Kinder, die auch schon erwachsen sind. Also wie kann das bitte sein? Das sind ja wirklich Jahrzehnte, die da vergehen. Aber es macht einfach keinen Sinn, dass die Leute von Delos, dass für die Zeit irgendwie schneller vergeht, weil sonst könnten sie ja gar nicht mit den Menschen interagieren. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also diese Logik ist ein bisschen fragwürdig. Jedenfalls im vierten Band geht es darum, dass die Menschen von Delos mit den Menschen von der Erde sich paaren, Ais Worte, nicht meine, und dass bei diesen Paarungen Mutationen rauskommen. Wenn männliche Babys geboren werden, dann sind das Riesen. Und Enes hat in der Zwischenzeit die Experimente überwacht und die Stadt überwacht und er hat es auch ganz gut im Griff. Wie gesagt, ist ein cooler Typ. Aber Ais sagt, hey, du musst aufpassen, unsere Männer dürfen sich nicht mit den Frauen abtun. Da kommt nichts Gutes bei raus. Bitte versuch das zu unterbinden. Und Enes sagt, ja, okay, mach ich. Und übrigens, du wirst vom großen Gehirn zurückgerufen nach Delos. Wieder so eine Sache, wo ich mich frage, ich denke, Delos geht unter. Wieso soll Ais jetzt da zurückkehren? Und wieso weiß Enes das und nicht Ais selber? Sie kriegt es dann mitgeteilt in einem Traum. Telepathisch vom großen Gehirn. Das ist auch noch nicht passiert. Ich weiß auch nicht, warum sie extra zurückkehren muss, um diesen Traum zu empfangen. Macht es einen Unterschied, ob sie auf Atlantis ist oder in Indien? Wieso weiß Enes das? Wer hat ihm das gesagt? Egal, also sie steigt ins Raumschiff und kehrt zurück aufs Mutterschiff und trifft dort Rat, den wir zum letzten Mal in Bad 1 gesehen haben. Und sie ist ganz überrascht, ihn zu sehen und sagt, hey, wie kommst du denn hierher? Und Rat sagt, ich bin die ganze Zeit hier, was denkst du denn? Nein, das sagt er nicht, aber es ist halt ein bisschen verwunderlich, weil sie haben anscheinend keinen Kontakt zum Mutterschiff. Also sie haben da nie irgendwie was angefordert oder Hilfe gebraucht oder was auch immer. Sie weiß nicht, was da los ist. Es ist doch trotzdem noch ihr Schiff. Also es ist ganz merkwürdig. Jedenfalls, Rat und Ais sind jetzt wieder zusammen und sie fahren zurück nach Delos. Und in der Zwischenzeit gibt es halt Probleme mit den Titanen, also den großen mutierten Menschen. Die hat nämlich auch Satan entdeckt und Satan sagt, hey super, die benutze ich jetzt für meine bösen Pläne. Und er versucht sie zu kontrollieren. Er bringt ihnen so ein Halsband um, mit dem er sie kontrollieren kann. Und er hetzt sie dann auf die Stadt und die Menschen und die Leute von Delos. Und Enes und Zahn werden auch gefangen genommen und eingesperrt. Und es gelingt Enes, einen Hilferuf abzusetzen an das große Gehirn, dass sie Hilfe brauchen. Und das große Gehirn schickt Ais zurück und Rat natürlich auch.
scheint mir ein Umweg zu sein. Warum nicht gleich Anais? Warum kann überhaupt Enis mit dem großen Gehirn sprechen? Also es ist irgendwie unklar, wie das Ganze funktioniert mit der Telepathie. Zahn kann es offensichtlich nicht. Enis wird dann leider umgebracht von Satam. Und ja, Satam hat hier anscheinend die Überhand behalten und macht sich jetzt daran, die Menschheit zu verderben. Er ist schließlich der Teufel in Menschengestalt. Ja, er gibt den primitiven Menschen Waffen, also er lehrt sie zu schmieden und er gibt ihnen Alkohol und ja, verdirbt sie, was irgendwie sehr lustig ist. Also ja, ist ein schönes Hobby, kann man mal machen. Also es ist nicht nur so, dass die Fortschritte zerstört werden, sondern dass auch die Menschheit sozusagen verdorben wird. Es gelingt dann Ais und Khat, sich in die Höhle der Titanen vorzukämpfen und ja, sie werden dann bedroht und das ist auch eine sehr lustige Sequenz. Sie sind dann so im Wasser und schwimmen und sie sind aber umzingelt und versuchen dann aber runterzutauchen und sich so durch einen anderen Ausgang zu befreien und versuchen aber ihre Verfolger davon zu überzeugen, dass sie sozusagen sich selber ertränken und dann sagt Ais zu Khat, tu so, als würdest du dich für immer von mir verabschieden. Und in der Überwachungszentrale sagt dann Satam, sieht aus, als würden sie sich für immer verabschieden. Gut geschauspielert, ja. Ais gelingt es dann aber, die Titanen gegeneinander aufzubringen, indem sie die Frequenz hackt, sozusagen, mit der sie aufhetzt. Und dann bringen sie sich gegenseitig um. Wie gesagt, die Lösung ist immer Gewalt bei den Leuten von Delos. Die haben keine andere Lösung. Also zum Beispiel, sie sind ja irgendwie so ein bisschen selber schuld. Erstmal haben sie sich mit den Menschen gepaart, dann haben sie die Titanen einfach abgeschoben irgendwo hin und gesagt, hier, macht mal, belästigt uns nicht. Und dann hat Satan sie halt gefunden und hat sie gefügig gemacht mit diesem Halsband. Ja, irgendwie ein bisschen selbstverursachtes Problem, uns dann mit Gewalt zu lösen, finde ich ein bisschen schade. Hätte man irgendwie besser machen können. Jedenfalls ist dieses Problem gelöst und Ais und Khat müssen die Erde wieder verlassen nach Delos. Keine Ahnung warum. Ja, das war also die Götter aus dem All, zumindest die ersten 4 Bände. Würde ich das Ganze empfehlen? Ich weiß nicht. Also ich finde gerade so das Design von den ganzen Techniksachen und der Charakter von Ais sind echt total cool und deswegen würde es sich lohnen. Allerdings finde ich es sehr bedauerlich, dass diese Autoren sich anscheinend keine Gedanken darüber gemacht haben, wie man sozusagen das Ganze den Hintergrund machen kann. Ich finde, das Ganze hat keinen guten Grundstein sozusagen, wenn man so weiß, wie die Gesetze in diesem Universum sind, wer miteinander telepathisch kommunizieren kann, ob es Delos noch gibt oder ob es jetzt untergeht. Interessant wäre ja auch mal zu wissen, warum Delos untergeht. Explodiert die Sonne oder bringen die sich irgendwie gegenseitig um? Ist Delos irgendwie, ja, Opfer von Klimaveränderung geworden oder was ist da los? Das wäre schon mal interessant, wenn man einfach so die Regelmäßigkeiten und die Gesetzmäßigkeiten dieses Universums kennen würde. Dann hätte man sozusagen einen Rahmen, wo man wüsste, okay, das sind die Regeln und das kann passieren und das kann nicht passieren. Das würde mir schon sehr viel helfen, weil dann, wenn irgendwie die plötzlich miteinander kommunizieren können, obwohl es vorher irgendwie nicht möglich war, dann stört mich das schon sehr. Also da fehlt irgendwie so ein bisschen der Grundstein, das gute Fundament, auf dem diese Geschichte steht. Und wenn es das hätte, dann wäre es, glaube ich, auch eine bessere Geschichte. Aber so ist es ja ein bisschen, wenn man die Kontinuität betrachtet, ein bisschen fragwürdig. Allerdings muss man sagen, dass wenn dort Charaktere entwickelt werden, zum Beispiel wie Ais oder Enis oder von mir aus auch Khat, dass diese Charaktere ziemlich cool sind und auch, ja, ich war zum Beispiel wirklich schockiert, dass Enis gestorben ist. Gut, bei Rama war das jetzt nicht, der war so ein bisschen so Schönling. Aber ja, also die Charaktere sind schon gut, die Storys an sich sind auch angemessen, also da kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Was mich halt so wirklich stört, ist dieses, dass da ständig geredet wird von, ja, wir müssen die
Menschen irgendwie züchten und es nicht so ganz klar ist, warum. Das haben sie sich irgendwie irgendwann mal ausgedacht, weil wir auch gezüchtet wurden, müssen wir andere weiter züchten und so. Also da hätte man irgendwie, weiß ich nicht, Religion oder sowas einführen können oder eine Wissenschaft, deren Ziel es ist, halt sich sozusagen zu bedanken oder so. Oder vielleicht sind die auch der Suche nach den Menschen, die sie, oder den Wesen, sagen wir besser, die sie irgendwie, ja, manipuliert haben, genmanipuliert haben, um sich zu bedanken oder in die Fresse zu hauen, ich weiß es nicht, egal. Also irgendwie, so ein paar Sachen könnte man, glaube ich, besser machen. Ansonsten ist es, ja, also es ist vom Design her, dieses Retro-Futuristische, total cool. Und man kann auch vergessen, dass das von Erich von Däniken inspiriert wurde, weil das hat nicht viel miteinander zu tun. Von daher würde ich es empfehlen. Ich finde 40 Euro tatsächlich ziemlich teuer dafür, dass es nicht die Gesamtausgabe tatsächlich ist, sondern nur Band 1. Aber ich glaube, das ist ein relativ normaler Preis für das Comic-Segment. Ja, also ein sehr spezieller Comic, aber hat durchaus Nostalgiewert und Unterhaltungswert auf jeden Fall. Und beweist mal wieder, dass die Theorien von Erich von Däniken als fiktionale Geschichten sehr viel interessanter sind als wissenschaftliche Hypothesen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.